Hallo, heute mal ein reines Labervideo. Es geht um einige Gedanken zum Thema, was dürfen Elektronenröhren heute kosten? Oder anders ausgedrückt, sind 1.850 Euro für eine AD1 New Old Stock von Valvo gerechtfertigt? In einem Kommentar zu meinem Video zur RE 604 wurde ich gebeten, mal meinen Senf zum Thema Röhrenpreise abzugeben. Die folgenden Kommentare sind meine persönliche Meinung und einige Hardcore-Voodoo-HiFi-Freaks werden dieser wohl nicht zustimmen. Man muss hier etwas unterscheiden. Zum einen seltene Sammlerröhren, wie zum Beispiel die Liebenröhre, die ersten Postdioden, wie zum Beispiel der Typ A, MC, EVN94 oder eine der ersten Leistungstetroden, wie zum Beispiel die OR bzw. RE87. Und die ganz normalen Alltagsröhren, wie sie in Radios und Fernsehern verbaut wurden. Ich fasse diese in drei Abschnitten zusammen. Die reinen Sammlerröhren sowie Spezialröhren, Standardröhren für Radio und Fernseher sowie die Bundesladen der Röhrentechnik, die AD1, ED, RE604 und EL94 und Kollegen. In den Kommentaren zu diesem Video sind gerne eure Erfahrungen erwünscht. Und wie immer gilt auch, wer sich nicht öffentlich äußern will, kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich versuche diese zeitnah zu beantworten, was nicht immer funktioniert. Aber sie werden beantwortet. Der Punkt zu den Sammlerröhren und Spezialröhren ist schnell geklärt. Röhren aus den Anfangszeiten sind nicht nur selten, sondern auch sehr teuer. Vierstellige Europreise sind hier die Regel. Bei funktionsfähigen und optisch sehr hochwertigen Exemplaren können durchaus auch fünfstellige Europreise aufgerufen werden. Das ist soweit auch legitim. Bei Spezialröhren gilt halt auch, sie sind meistens nur in sehr kleinen Stückzahlen produziert worden, wie zum Beispiel Elektrometerröhren, optische Anzeigenröhren wie Spezialbildröhren. Hier ist halt auch das. Je seltener, umso teurer. Es ist so. Anders sieht es aus bei Standardröhren, die in Millionen Stückzahlen produziert wurden. Besonders ab Ende der 50er Jahre, wie die Produktionstechnik der Röhrentechnik so weit automatisiert wurde, dass nur noch sehr wenig bis gar keinen Handbetrieb bzw. manuelles Eingreifen erforderlich war. Und Röhren werden noch bis zum heutigen Tag in China und Russland produziert. Als Beispiel hierzu werden die EF80, ECH81 und EL84 genannt. Die EF80 wurde Mitte der 1950er Jahre auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um eine Breitbandpentode, die sehr oft in Fernsehern und Radios eingesetzt wurde. Die EF80 kostete im August 1955 10 D-Mark und 50 Pfennige. Das sind inflationsbedingt ungefähr 28 Euro. Im August 2022. Die EF80 kann aus laufender Produktion aus China gekauft werden für zum Beispiel 5 bis 6 Euro bei verschiedenen Händlern. Eine russische Variante der EF80 aus den 1990er Jahren kostet ca. 15 Euro, sowie eine Original New Old Stock EF80 aus Telefunken oder Philips Produktion kostet zurzeit ungefähr 28 Euro. Also praktisch so viel wie der Preis von 1955. Welche ist jetzt besser? Speziell bei Röhren aus China ist diese Entscheidung relativ einfach. Bei neuerer Produktion ist die Ware vom Krabbeltisch meistens zweite oder dritte Wahl. Die russischen Röhren wurden meistens nach militärischen Spezifikationen gefertigt und sind qualitativ identisch mit Markenwaren aus Westeuropa. Ähnliches gilt auch für amerikanische Produktionen. Röhren von General Electric oder RCA sind meist uneingeschränkt zu empfehlen. Bei den Budget-Röhren wie von Tangsoil oder Zenith sieht es meistens dunkler aus. Hier sollte man die Röhren kritisch prüfen. Es gibt leider dort sehr viele faule Eier. Preislich liegen gute US-Röhren zwischen den russischen und den New Old Stock-Produktionen. Ein anderes Beispiel für Fluorröhren ist die ECH81, ca. 1952 entwickelt als Triode-Heptode und Verbundsystem für Oszillator- und Mischanwendungen. Auch hier ist das Preisniveau ähnlich.
1955 kostete die ECH 81 12 D-Mark, was nach Inflationsausgleich ungefähr 32 Euro entspricht. Die neueren China-Varianten liegen bei ca. 8 Euro, die russischen Varianten ca. 16 Euro. Und New Old Stock von Philips kostet zurzeit ca. 20 Euro. Also auch hier ist das Preisniveau relativ gleich. Als letztes Beispiel sei die EU-Ätschung, die EL84 genannt. Diese Endröhre wurde oft in Radios und Gitarrenverstärker eingesetzt. Selbst heute wird die EL84 noch in vielen kleineren Verstärkern eingesetzt. Entwickelt ca. 1953, kostete die EL84 im August 55 11 D-Mark, was heute etwa 30 Euro entspricht. Aber jetzt kommt der interessante Punkt. Es ist keine Vorröhre, sondern eine Endröhre im NF-Bereich. Und somit betreten wir die Twilight Zone der Röhrentechnik. Die China-Variante ist mit knapp 13 Euro noch relativ billig, während die russische Variante schon bei 30 Euro liegt. Die New Old Stock Variante von Telefunken fängt bei 70 bis 75 Euro an. Dass die Voodoo-Fraktion einen leichten Schatten hat, ist sehr amtsbekannt. Angefangen von Zitaten wie wohlklingende Gleichrichterröhre über einen Online-Artikel zum Thema chirurgenisierte Röhren. Der Link und die Screenshots hierzu sind in der Videobeschreibung. Und dazu auch direkt ein exaktes Zitat des Artikels. Die chirurgenisierte Behandlung bewirkt eine enorme Klangsteigerung. Ausrufezeichen. Die Materialien werden extremer Kältebehandlung ausgesetzt, chirurgenisiert. Dadurch homogenisiert sich die Molekularstruktur. Die Folge davon ist eine verbesserte Leitfähigkeit und damit eine verbesserte Energie- und Signalübertragung. Kupfer, Silber oder andere elektrische Leiter und Stecker haben freien Fluss der Elektronen, was immer das auch heißen mag. In Bezug auf das Klang-Preis-Verhältnis sind diese chirurgisierten 845er unschlagbar. Ausrufezeichen, Zitat Ende. Die Preise für NF-Endröhren sind Mischrucke, um es mal etwas mild auszudrücken. Die Krönung ist aktuell wohl die AD1. Entwickelt 1935, heute, also am 31. August 2022, wird eine AD1 von Valvo für 1.850 Euro angeboten. Die AD1 ist und war eine normale NF-Leistungsröhre, ohne speziellen Eigenschaften. Der legendäre Ruf ist wohl in den 80er Jahren entstanden, als ein japanischer Hersteller die AD1 als absolutes Nonplusultra angepriesen hat. Als Folge dieser höheren Weihen wurden die Bestände zur Röhre leer gekauft und die Preise stiegen ins Unermessliche. Mit der Verbreitung des Internets fast ins Unendliche. Von der AD1 gibt es unter anderem auch eine Postvariante mit 7-poligen Postsockel. Diese wird als EDE bezeichnet und wurde unter anderem von Siemens produziert. Da es sich hierbei um eine Poströhre, also Langlebigkeit und engere Toleranzen handelt, sind die Preise jenseits der 2000 Euro Marke nicht unüblich. Das gilt auch für andere Varianten der AD1 mit anderem Sockel oder anderen Spannungsbereichen, wie zum Beispiel die AD1 350 oder AD1 400. Es gibt keinen wirklichen, also rational technischen Grund für diesen Hype. Genauso wird auch die RE 604 entwickelt 1938. Sie gilt als super NF-Leistungsröhre. Ab 500 Euro aufwärts natürlich ungeprüft. Was die AD1 und RE 604 direkt, Entschuldigung, dass die AD1 und RE 604 direkt geheizt sind und aufwendig entpumpt werden müssen, zählt wohl zu den guten NF-Eigenschaften. Dasselbe gilt auch für Nachkriegsröhren wie zum Beispiel der EL34, ursprünglich als EL60 1949 entwickelt. Die Variante, welche vom RFT-Werk Erfurt bei Neumond gegettert wurde, genießt einen extrem guten Neumond. Wieso? Unbekannt. Eine letzte Anmerkung zum Schluss. Gematchte Paare. Spart euch das Geld für Vierer-
oder Achterröhrenpaare, die auf das 100. mA Anodenstrom gematcht wurden. Ihr werdet den Unterschied nicht hören. Dies ist eine Geldoptimierungsbeifindung. Und zwar aus der Neuzeit. Und zwar die Neuzeit der Halbleitertechnik. Die Produktionstoleranzen sowie die Änderungen während des Betriebs einer Röhre zur Laufzeit sind dermaßen groß, dass dieses Konzept ad absurdum geführt wird und de facto nur Geldmacherei und man muss dann glauben, es bringt nichts. Damit ist mein Senf zu Ende. Wie gesagt, Kommentare sind gerne erwünscht.